Hallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie mit einer neuen Karte für den 5. Oktober 2011. Und heute kamen die Einhörner zu Wort, die uns anleiten wollen, dass wir für den heutigen Mittwoch ein bisschen mehr Neugier walten lassen. Sie sagen, lass dich auf ein Projekt ein, das deine Neugier weckt. Was sie im Allgemeinen damit meinen, ist schlicht und ergreifend, dass wir ja alle mit einer mehr oder weniger bestimmten Lebensaufgabe hier auf der Erde unterwegs sind, die wir uns, bevor wir hierher gekommen sind, einfach schon überlegt haben. Und unsere Neugier ist mehr oder weniger der Kompass dahingehend oder dafür, dass wir die Aufgaben in Angriff nehmen. Und es ist so, dass wir definitiv, jeder hat bestimmte Neigungen, bestimmte Interessensgebiete, wo es ihn hinzieht, Fähigkeiten, die ihm dabei unterstützen, die Lebensaufgabe zu erfüllen. Es gilt hier also wirklich lediglich nur zu finden, und das wiederum funktioniert über das, was uns antreibt und über das, was uns wirklich begeistert, auf das, was wir uns wirklich freuen, und da, wo es uns einfach wirklich hinzieht. Es ist vollkommen egal, was. Und da können uns beispielsweise, wenn man selber wirklich so gar keine Idee hat im Augenblick, dann können einem auch beispielsweise Familienmitglieder helfen, zu sagen, Mensch, das hast du doch schon immer mal gern gemacht, nimm das doch jetzt mal in Angriff. Oder Freunde oder was auch immer. Also jedenfalls alles, was euch wirklich begeistert, was euch interessiert, was schon immer eure Aufmerksamkeit geweckt hat, das ist das, was ihr tun sollt. Seien es jetzt irgendwelche Hobbys oder irgendwelche Talente, die da schlummern und die ja eigentlich nur darauf warten, dass ihr sie auspackt, sind oft irgendwelche Sachen, die ihr auch in der Kindheit schon mal angedacht hattet und dann vielleicht auch wieder liegen gelassen habt. Jetzt fordern sie uns wirklich auf, dass wir, weil momentan die Energie sehr gut ist, dahingehend ein neues Projekt zu starten, neue Dinge anzufangen. Da fordern sie uns einfach wirklich auf, da in uns reinzuhören und genau hinzuspüren, was wir wirklich wollen und was uns wirklich Freude und Spaß macht und wo wirklich unser Herz aufgeht dabei. Es wird unterschätzt von den meisten Menschen, genau solche Dinge zu tun. Denn, oder kreativ zu sein, meinetwegen, oder sich vielleicht auch einfach irgendwelchen ganz speziellen Interessensgebieten zuzuwenden. Der eine interessiert sich beispielsweise für das alte Ägypten, der andere mehr so der Technische, ist mehr so der Technische, der nächste ist der Maler, der nächste ist dann wieder irgendwas ganz anderes. Also ist es oder der Tänzer oder der Sänger oder egal, also es ist wirklich vollkommen egal. Das wird unterschätzt in der Wichtigkeit für unser Leben. Wir sagen, ja, es gibt den Job, es gibt die Familie, es gibt einfach das, was wir machen müssen, und darüber hinaus bleibt relativ wenig Zeit. Und das ist aber ganz wichtig zu wissen, dass genau die Dinge, die uns Freude machen und die unsere Aufmerksamkeit erregen und die uns wirklich antreiben innerlich, dass die ganz, ganz wichtig sind für die Gestaltung unseres Lebens und auch für unsere Energie und für das, was uns erfüllt. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist an sich noch viel wichtiger als die Dinge, die wir uns mehr oder weniger auferlegen, beziehungsweise die wir irgendwie tun müssen, weil wir einfach Geld verdienen müssen oder so. Also man sollte die Tätigkeiten auf jeden Fall in Einklang bringen oder ausgewogen praktizieren, nicht nur arbeiten, nicht nur irgendwas tun, was Spaß macht, oder was ausschließlich Spaß macht natürlich. Also ich möchte euch jetzt nicht dazu anleiten, einen Job hinzuschmeißen und den ganzen Tag euch nur noch Bücher über Kochen reinzuziehen oder so beispielsweise. Das wäre jetzt insgesamt nicht so fruchtbar für eure Lebenssituation eventuell, aber man kann das ja wirklich so gestalten, dass man sich ganz explizit Zeit nimmt und Zeit freischaufelt und das mit einem absolut super gutem Gewissen für die Dinge, die uns Spaß machen, denn die bringen uns die Energie, die wir brauchen. Ansonsten brennen wir aus. Ansonsten
werden wir leer und werden wirklich müde und erschöpft. Und das ist nicht gut. Denn wir brauchen was grundsätzlich, was uns antreibt. Das bringt unser Leben überhaupt erstmal in Gang. Und wenn ich ständig mich mit Dingen beschäftige, mit Oberflächlichkeiten oder Dingen, die ich einfach tun muss, dann brenne ich aus. Das ist ein verbreitetes Phänomen, das immer mehr zunimmt mittlerweile. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch bei der kleinen Innenschau, die ihr vielleicht dann heute mal vornehmt, ganz, ganz viel Spaß und viel Erfolg. Und lasst euch da wirklich von nichts und niemandem abhalten, die Dinge zu tun, die euch Spaß machen. Also, einen wunderschönen Mittwoch für euch und dann freue ich mich auf euch und auf morgen. Tschüss!